Liebe Studierende, liebe Interessierte an unserem Studiengang CAFOMA, mit diesem Blitzlicht möchte ich Sie in die erste Unterrichtseinheit und in die zentralen Begriffe Gefahr und Risiko einführen. Ich möchte Sie neugierig machen und möchte Sie anregen, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Lassen Sie mich kurz den Inhalt dieser Unterrichtseinheit skizzieren. Zuallererst ist es mir wichtig zu betonen, dass Bildung ein zentraler Bestandteil einer nachhaltigen und ganzheitlichen Katastrophenvorsorge ist. Die Motivation als Leiter dieses Studienganges zusammen mit dem BBK ist es, diesem Vorsorge- und Bildungsauftrag nachzukommen. Zum Zweiten, wir sind ein hochgradig interdisziplinärer Studiengang und Sie bringen Expertisen aus den vielfältigen Wissenschafts- und Berufsfeldern bereits mit. Viele von Ihnen haben Vorwissen, verfügen über einschlägige Berufserfahrung und verknüpfen mit diesen Begriffen eine ganz bestimmte Perspektive. Nun, ich möchte diese Perspektiven mit Ihnen aufbrechen, weiten und Sie für neue Denkweisen, beispielsweise um den schillernden Begriff des Risikos, sensibilisieren. Und schließlich drittens, wie können wir mit wissenschaftlichen Kriterien Begriffe wie den der Naturgefahr treffend charakterisieren? Also mit welchen Frequenzen tritt eine bestimmte Naturgefahr auf? Welche Magnituden oder welche Intensität haben sie und mit welcher Geschwindigkeit oder Dauer? Dies ist besonders wichtig, beispielsweise bei der Entwicklung von Frühwarnsystemen gehen sie einher.